man liest immer diesen Begriff Lebensmittel und dann denkt man, ja, das kann ja jetzt nicht viel mit Mathe, mit Zahlen, mit chemischen Formeln zu tun haben. Natürlich hat man auch die angenehmeren Fächer, wie zum Beispiel Mikrobiologie oder ja auch Grundlagen von der Lebensmitteltechnologie, wo man so ein großes Gesamtbild von dem Fachbereich kennenlernt. Ja, aber ich finde, man sollte halt auch andererseits nicht unterschätzen, dass es auch relativ viele Herausforderungen bei uns im Studiengang gibt, weil teilweise wird es ja schon verwechselt und man denkt, das ist ja sowas wie Ernährungswissenschaften oder Ökotrophologie, und bei uns ist es ja wirklich ein Ingenieurstudiengang und wir haben ja auch gewisse Herausforderungen, wie jetzt beispielsweise die mathematischen Fächer, Verfahrenstechnik oder wenn es auch Richtung Maschinenbau gibt. Aber ich denke, dadurch, dass wir ja ein relativ kleiner Studiengang sind, hilft man sich untereinander oder die Professoren sind auch für einen da, beziehungsweise die Tutoren und Mitarbeiter, sodass man ja, dass man das alles gut bewältigen kann. Man darf nicht vergessen, man muss genauso auch in der Hochschule die Grundlagen erstmal verstehen, um dann weiter aufbauen zu können und dann letztendlich zu verstehen, ja, wie sind denn überhaupt Lebensmittel aufgebaut, braucht man die Grundlagen, aber dafür bietet die Hochschule auch Hilfestellungen in Form von Vorkursen, nicht nur für Chemie, sondern auch für Mathematik wird man vorbereitet und kann dann ruhigen Gewissens in das Studium starten. Mir hat besonders gut gefallen, dass es ein Praxissemester an der Hochschule gibt und dass man so direkt das, was man theoretisch erlernt hat, schon in den Unternehmen anwenden kann, bereits im vierten Semester, was eine gute Vorbereitung ist auf die Bachelorarbeit, meiner Meinung nach. Ja, genau, und gerade auch für die Bachelorarbeit ist das Praxissemester sehr gut, weil man schon Kontakte knüpft für ein Unternehmen, in dem man dann schon mal ein halbes Jahr gearbeitet hat eben. Und die dann auch gerne übernommen wird, oft von den Firmen für eine Bachelorarbeit. Man muss sich nicht nochmal ganz von vorne wieder neu bewerben und verliert wieder Zeit. Man weiß einfach, wofür man das ganze Studium macht. Man weiß, ja, ich kann das jetzt direkt schon in kleinen Projekten, vielleicht sogar schon in den Unternehmen anwenden. Und das macht halt sehr viel Spaß, dass man direkt sieht, ja, ich habe was gelernt, was Sinn macht.